Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast 2 mit mir, den Simon. Ihr wundert euch bestimmt schon, warum es in meiner Facecam hell ist und warum der Videotitel ist Scheiß Fraps oder Fraps hat mich enttäuscht oder irgendwie sowas werde ich mir ausdenken. Ihr seht, wir sind an derselben Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, aber es gibt ein Problem, Leute. Und zwar, heute ist Sonntag. Normalerweise nehme ich Outlast Samstag auf, was ich auch gemacht habe. Aber die Folge 19, also die Folge hier, ist leider... Lol. Alter, das hat mich ein bisschen erschrocken, wie er sich da durchzwingt. Die Folge 19 ist leider corrupted. Fraps hat die Aufnahme nicht richtig beendet. Es gibt keine Header-Datei, bla bla bla. Ich habe versucht, das Problem zu lösen. Hat nicht geklappt. Ich kann die Datei nicht benutzen. Das heißt, die Folge 19 werde ich nachspielen. Das heißt, ich kenne alles schon, was hier jetzt passiert. Das heißt, ich werde nicht so gegruselt sein. Keine Ahnung, vielleicht erschreckt mich doch das eine oder andere. Ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich spiele ja Samstag auch immer Breath of the Wild, dass ich nach der Breath of the Wild Aufnahme wie immer von der Grafik wieder ultra angetan bin von Outlast. Ich meine, guckt euch diese Details an, jetzt zum Beispiel bei diesem Stuhl oder so. Das ist ultra krass, Alter. Oder die Wand, die ist nicht einfach nur eine Textur, sondern sind so Macken und Dreck drin und sowas. Davon habe ich in der letzten Folge geredet. Oder in der Folge, die es nicht mehr gibt. Die Folge 20 ist glücklicherweise nicht corrupted. Das heißt, ab da geht es ganz normal weiter. Das heißt, wir spielen jetzt genau bis dahin, wo wir aufgehört haben. Ach ja, stimmt. Ich habe sogar die Folge 18. Die habe ich ja hier hinten aufgehört. Also hier kommt ja erstmal... Genau, da ist ja erstmal Lynn. Und dann steht die da hinten so blöde, ne? Genau, ich versuche mich gerade zu erinnern, was sonst noch passiert. Vielleicht sollte ich das nicht versuchen. Oh, hey, die Tür ist auf. War das letztes Mal auch so? Was ist denn hier? Ist hier irgendein Item, oder? Ah, ja. So ein Ding wieder. Help me. Okay, cool. Habe ich verstanden. Vielleicht entdecke ich ja noch irgendein Secret, was ich vorher in der Folge nicht gesehen habe. Das wäre cool. Aber für euch uninteressant, obwohl doch schon interessant, aber ihr wisst ja gar nicht, was ich entdeckt habe. Ich könnte natürlich auch so tun, als wenn das nie passiert wäre. Aber dann müsste ich eine Erklärung dafür finden, warum ich nachts auf, morgens aufnehme. Was heißt morgens? Es ist 14 Uhr im Moment. Öffnen. So. Okay, keine Ahnung, was hier nochmal passiert. Ja, ja, genau, hier werde ich erschreckt. Hier kommt nämlich das Exit und dann, ja, okay. Wo, vielleicht soll ich das nicht so sagen, wenn ich erschreckt werde. Hey, hallo. Oh Gott. Ich weiß noch, dass ich mich hier ultra erschreckt habe, aber so richtig heftig. So, und jetzt ist hier einfach abgeschlossen, ne? Genau. Ja, ich versuche mal, euch nicht zu spoilern, damit ihr euch wenigstens erschreckt, ne? Also werde ich das mal so... Keine Ahnung, worüber erzähle ich dann, wenn ich nicht darüber erzähle, wie gegruselt ich bin? Wo geht das hier überhaupt lang? Ich bin wieder hier, ne? Stimmt. Das heißt, ich mache jetzt den Run hier hin. Ja. Ich weiß leider nicht mehr genau. Alter. Okay, ja genau, jetzt. Gut. Und das ist der Übergang. Ihr seht, also Jumpscares kriegen mich immer noch. Und hier sind wir im Wasser, in der roten Welt, wo auch alles ultra cool aussieht. Warte, was nehme ich denn auf? Ach doch, lol, die habe ich noch gar nicht gesehen letztes Mal. Ist das eine Frau? Sind das Brüste? Krass, Alter, da hocken die da oben. Das habe ich mir, glaube ich, letztes Mal nicht aufgenommen. Ich drücke alle Tasten. Hallo? Hä? Oh, jetzt tauche ich. Nein, nicht tauchen. Wie komme ich nochmal in mein Inventar? So, ich habe keine Aufnahmen, weil das hier nicht nur mein, das ist nicht mein normaler Account, auf den ich hier gerade spiele. Ich muss ja ganz das Kapitel laden. Es tropft von ihren Schuhen. Hä, die Aufnahme hatte ich schon mal. Lol. Okay, das war eine Aufnahme, die ich schon mal hatte, aber dadurch, dass ich keine Aufnahmen auf diesem Account habe, hatte die nochmal gemacht. Ah ja, genau, das ist ein bisschen crazy hier. So, die Arschlöcher haben mich mal wieder eingesperrt. Hier hatte ich auch übel die Paras. Einfach weil der Sound hier insane ist in dieser Hütte. Wie zum Beispiel, wenn ich über Glasscherben laufe. Hört ihr das? Das hört sich voll abgefuckt an.
Halt, wie als wenn ich über Glasscherben laufen würde, wa? Ich sollte mich... Na, ich kann eigentlich nicht langsamer sein als... Hört ihr den Sound? Voll krass. Okay, ich weiß, was passiert. Wir müssen hier durchkriechen, das weiß ich noch. So. So, alles ist cool. Hey, hallo! Da ist so ein Monster. So, wir beeilen uns ein bisschen und verstecken uns. Ich glaube nicht, dass ich langsamer sein kann als in meiner normalen Aufnahme. Davon gehe ich mal nicht aus, dass ich so scheiße bin. So, da ist die Tür, da will ich gleich rein. Normalerweise würde ich jetzt halt Overwatch aufnehmen. Aber vorher muss ich dann halt noch eine Folge hiervon machen. Damit ihr halt wisst, was abgeht. Ich kann ja jetzt nicht einfach die Folge 20 ablaufen lassen und ihr wisst gar nicht, wie der Übergang davon ist, wa? Hallo? Oh Gott, oh Gott. Da war er. Kann ich hier spähen? Oh ja, kann ich. Oh Leute, da ist ja einer. Meine Batterie ist leer. Guck mal, da hinten ist einer. Na, jetzt verlassen wir das hier mal, den Scheiß. Und machen den Runner. Run, 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 run. Wo muss ich nochmal hin? Hier lang. Ja. Oh, und Squeeze. So, das hier war relativ scheiße, ich erinnere mich dran. Ich werde jetzt halt verfolgt. Auf jeden Fall. Und das ist alles so ein bisschen unfair gemacht irgendwie, fand ich. Kommt hier das Rad schon? Nee. Ich bin erschöpft. Ja, was soll ich machen? Stehen bleiben ist auch ein bisschen blöd, wa? Oh Gott. Lalala. Ich habe hier, glaube ich, wirklich 3-4 Mal es verkackt. Was eigentlich voll bescheuert ist, weil es ultra easy ist. Seht ihr das? First try. Ich weiß noch, dass ich das 3-mal verkackt habe in meiner Aufnahme. Oh, scheiße. Oh Gott. Ja, alles cool. Und raus. Und der Übergang. Wir hängen an der Hauswand. Nice. Also dieser Übergang zwischen Schule und der anderen Welt ist ultra oft. Das fällt mir jetzt noch natürlich noch heftiger auf, weil ich diesmal das First Try gemacht habe. Oh, scheiße. Da war wieder der Schatten. Ich habe ja in meiner richtigen Aufnahme, habe ich es 3-mal verkackt oder so, glaube ich, dieses Gerunner da. Weil es relativ schwer ist, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Obwohl es relativ offensichtlich ist, wo man lang muss. Ich war einfach nur inkompetent, ich gebe es ja zu. So, zack. Und dadurch kam dann mir das nicht so lange vor, also schon ein bisschen länger vor, dass ich länger in dieser echten Welt bin. Aber jetzt, wo man das so spielt, das waren ja wirklich nur nicht mal 5 Minuten, wie ich in der echten Welt bin und dann instant wieder in der Schule. Das ist ganz schön krass, wie häufig das ist. Und jedes Mal wird es schlimmer, diese scheiß Schule. Okay, was passiert hier nochmal? Oh ja, genau. Ganz viele Linnen. Hallo Linnen. Ganz viele Leute von euch. Toll. Mit sowas habe ich gehofft. Auf sowas habe ich gehofft. Aber die machen echt ein ganz schönes Drama darum, dass die erhangen wurde. Komm. Und dann ziehen wir uns erstmal das rein. Ach ja, genau, es ist die Schule. Da ist ja alles irgendwie corrupted. Hier waren, glaube ich, Items drin oder so eine Scheiße. Ah ja, ich glaube, auf der Herrentoilette waren auf jeden Fall eine Batterie. Guck mal, daran kann ich mich erinnern. An so eine Scheiße erinnere ich mich, aber nicht an die Jumpscares. ja, genau. Hier geht's lang. Und dann, oh Gott, was ist passiert? Blut! Oh ja! Und der Jesus. Alles cool bei dir? Oh ja, es sieht ein bisschen aus, als würde er es genießen. ja. Am Kreuz. Aber mehr ist ja auch nicht passiert. Hier gab es eine offene Toilette. Ich glaube, hier war ein Verband drin. Ah, ne, eine Batterie. Und was zu schreiben? Nee, war? Nee, gab's hier nicht. Batterien sind eigentlich egal, weil ich spiele gleich sowieso auf meinen anderen Speicherstand weiter. Okay, warte. Ich bin immer so ein bisschen unsicher, wenn ich nicht mehr weiß, was passiert. Oh, habt ihr es gesehen? Lol, da war einer. Den habe ich letztes Mal verpasst. Aber, was ich nicht verpasst habe, ist, dass hier sein Schatten ist. Das habe ich letztes Mal gesehen, ja. Das ist der Arm-Typ. In der Schule gibt es ja irgendwie 2 verschiedene Leute. Oder 3. Es gibt Lin, dieses Arm-Monster. Und den Buckeltypen. der einen Buckel hat irgendwie. Keine Ahnung warum. So. Zack.
Wir sind jetzt auch schon gleich tatsächlich am Ende der Folge. Oh, cool, Handspuren. Hier gibt es noch was Schickes zum Lesen unter der Blutlarche. Jessica loves Blake. Ey, Jessica loves Blake. Ach, was für eine schöne Nachricht im Vergleich zu den anderen. Schick, schick. Fernseher, der ein bisschen ruckelt. Von Spotlin. Cool. Gute Marke. Kaufe ich immer von. Kann man sich in solchen Schränken verstecken? Nö. In der Schule gibt es ja auch wenig Verstecken, sondern mehr weglaufen. Weil es allgemein nicht viel Verstecken gibt, ne? Irgendwie nicht so. Oh Gott, guckt euch die an. Zack. Der sieht überhaupt nicht gruselig aus und der auch irgendwie. So, hier haben die eine tolle Lichtquelle hingemacht. Hier gibt es noch zwei Toiletten. Oh, ach, das ist der Jesus. Ja, genau. Gab es hier noch was zu lesen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gab es nur noch einen Verband unter der blutigen Toilette, ne? Ha! Und ganz viele Jessica-Zeichen. Was steht da denn? Ey, Estel? Ach, das ist falsch umgeschrieben. Jessica. Lol. Backwards geschrieben, aber überall steht nur Jessica. Und Blut. Toll. Ich habe tatsächlich die Hälfte gebraucht, glaube ich. Von der Zeit, die ich normalerweise, wenn ich das nicht blind gespielt hätte, also als ich das blind gespielt habe, habe ich doppelt so lange gebraucht. Weil ich glaube, ich in diesem Haus habe ich richtig viel verkackt, wo ich das schon erwähnt habe, wo man da verfolgt wird und was ich First Ray gemacht habe. Da hatte ich auch richtig Angst, ey. Da hatte ich Angst. Na gut, so, wir haben hier noch, genau, ich bin hier noch ein bisschen weitergelaufen. Und dann geht die Tür zu und guckt euch das an. Oh, der Typ, der verfolgt mich. Seht ihr das? Der Schatten. Aber, da ist gar keiner. Oh Gott, das war... Uiuiui, und die Tür ist auf. Huiuiuiuiui. Da hinten ist schon wieder ein Jesus. Ja, hier habe ich die Folge beendet. Also, das ist eine kürzere Folge. Einfach, weil ich sie nicht blind gespielt habe und da ich natürlich schneller war. Ich glaube, es ist auch nicht so interessant, wenn ich, wenn ich das halt nicht blind spiele, ne? Wenn ich alles schon kenne, so wie in dieser Folge, ist es halt nicht so spannend, wie wenn ich alles blind spiele, logischerweise, weil dann bin ich halt selber auch immer, keine Ahnung, auf 180 mein Herzschlag und bin selber halt komplett am Sack. Oder Dinge zum ersten Mal zu erleben, ist halt immer cooler und interessanter. Hier wird dann also die Folge 20 starten. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, es war nicht so furchtbar, mir dabei zuzuschauen, wie ich das nochmal spiele. Aber ich musste euch ja irgendwie auf den aktuellen Stand bringen, weil ich wollte jetzt auch nicht einfach hier anfangen und alles andere überspringen, ne? Das wäre auch Mist gewesen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann in der Folge 20 ab dann wieder blind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.